wir können nicht einfach zurückgehen. Wir müssen jetzt wirklich so in unbekanntes Territorium nach vorne blicken und das mit einer Geschwindigkeit, die den meisten Menschen Angst macht. Und da machen manche, ganz viele Menschen einfach zu und sagen, ja klar müssen wir was für Klimawandel tun, aber Hauptsache es kostet nicht viel, es tut niemandem weh und ich muss meine Gewohnheiten nicht ändern. Das wünsche ich ganz vielen Menschen, so eine Beziehung zur Natur, dass man sie einander vertraut ist. Das ist so der Unterschied, ob du auf eine Party mit Freunden gehst, wo du irgendwie 20 Freunde wieder siehst, die du kennst, oder ob du irgendwo durch den Hauptbahnhof latscht und hast da 200 völlig unbekannte Menschen an dir vorbeistehen. Das ist natürlich eine ganz andere Beziehung, die man wirklich zur Natur aufbaut.